Nichts dran, aber alles drin. Sie haben nichts und geben dir alles. Denn manchmal ist weniger mehr. Reduced to the max. Polaris Slingshot. Und Caterham 620R. Zweimal Auto Extrem. Zweimal pures Fahrerlebnis. Zweimal Rennwagen für die Straße. Zwei Autos für echte Männer. Radikal offen, radikal puristisch, radikal anders. Der Caterham ist 3 Meter lang und so flach wie ein Formel-1-Wagen. 60.000 Euro kostet der Brit Racer. .310 PS, kein ABS, kein ESP. Rennfahrer Kurt Hoffmann weiß, warum der Caterham so viele Fans hat. Also das Auto ist einfach pur, ungefiltert. 620 PS müsste man haben mit einem Auto, was eine Tonne wiegt, um die gleichen Fahrleistungen zu erzielen wie dieses Auto mit 310 PS und 540 Kilo. Und er hat eine Dedion-Hinterachse, das ist eine, ja, sag mal, aufgehangene, starre Hinterachse. Und das geht alles sofort durch, also ohne technische Hilfsmittel, ohne Filter, ohne alles. Und da muss man schon wirklich dann auch zupacken, um so ein Auto alleine nur geradeaus fahren zu können. Nicht so viel Leistung wie der Caterham hat der Polaris. Aber er macht genauso viel Spaß. Ein Reihenvierzylinder mit 175 PS treibt das Hinterrad des Slingshot an und bringt die knapp 800 Kilo in 6 Sekunden auf 100. Das beschleunigt den Spaßfaktor in ungeahnte Höhen. Also dadurch, dass der Polaris Slingshot die ganze Kraft mit einem Reifen auf den Asphalt bringen muss, macht er fahrdynamisch recht wenig Sinn. Aber genau das ist das, was den großen Spaßfaktor bei diesem Wagen ausmacht. Der Polaris ist auch für unerfahrene Piloten leicht zu handeln und bietet für 30.000 Euro ein pures Fahrgefühl. Auf kurvenreichen Straßen zeigt er sein Spaßpotenzial. Wer gerne Achterbahn fährt, wird den Polaris lieben. Der Caterham hingegen ist eher FSK 18, was für richtige Kerle. Wer seinen Gasfuß nicht perfekt unter Kontrolle hat, wird direkt bestraft. Seine immense Leistung und die fehlenden Assistenzsysteme machen ihn zu einem Biest. .19 Kilo pro PS sorgen dafür, dass er von 0 auf 100 locker mit einem LaFerrari mithalten kann. Doch es ist nicht einfach, dieses Kraftpaket zu kontrollieren. Schafft man es, dankt es der Caterham mit purem Fahrspaß. Unter der langgestreckten Haube arbeitet ein 2-Liter Vierzylinder von Ford mit Kompressor. Die volle Leistung liegt bei knapp 8000 Umdrehungen an. Das macht den 620R zu einer giftigen Höllenmaschine. Genauso pur, aber nicht ganz so kompromisslos ist der Polaris. Halb Motorrad, halb Auto. Ein Rad hinten, 2 Räder vorne.
Scheinbar einem Computerspiel entsprungen, mutiert die komplette Umwelt des Polaris Slingshot zu einem 8-Bit-Spiel aus den 90ern. Wer auffallen möchte, der wird dieses Auto sicherlich lieben. Wie ein Slingshot, also eine Steinschleuder, wartet das Hinterrad nur darauf, losgelassen zu werden und nach vorne zu katapultieren. In der Stadt steht der Exotenfaktor des Polaris im Vordergrund. Das Konzept eines Dreirads, das ist immer auffällig. Da muss man einfach hinschauen. Hinten ein Rad nur. Ja. Bitte. Trikes sind auffällig, aber trotzdem schon bekannt. Dieses puristische und futuristische Gefährt, das sieht man auf jeden Fall seltener als in Ferrari. Heutzutage bekommt man für recht viel Geld einen Rennwagen für die Straße, ob es ein Porsche, ein Lamborghini oder ein Ferrari ist. Diese beiden Exoten sind hingegen wirklich Wahnsinn. Die haben kaum Assistenzsysteme, kosten einen Bruchteil des Geldes. Der Caterham, der ist so krass, der vernascht jeden an der Ampel. Der Polaris hingegen ist nicht so krass, ist aber trotzdem was für unerfahrene Fahrer, die auch Fahrspaß haben wollen. Caterham 620R. Und Polaris Slingshot. Raus aus der Komfortzone, rein in ein radikales Fahrvergnügen.